Zu einem Symbol der Dampflokomotive in ihrer Zeit wurde die Schnellzuglokomotive der Einheitsbaureihe 01. 35 dieser schnellen und leistungsfähigen Maschinen wurden in den 60er Jahren von der Deutschen Reichsbahn rekonstruiert. Im Film Traktion mit Tradition fährt noch eine Saalfelder Planmaschine. Schließlich zur Nostalgie-Lok auserkoren wird 01-15-31, ebenfalls damals in Saalfeld beheimatet. Die Reko 01 gehört zu den Schmuckstücken unter den DR-Museumsloks. Anfang der 90er Jahre kann sie auf alten Stammstrecken noch einmal zeigen, was in ihr steckt. Planmäßige Schnellzüge zwischen Berlin und Magdeburg stehen auf dem Plan. Mit über 120 km/h werden die Züge gefahren. Etwas langsamer sind die Leistungen zwischen Berlin und Frankfurt-Oder. Russische Weitstreckenwagen hängen am Haken. Auch diese Lokomotive ist nicht mehr betriebsfähig. Im Sommer 2000 sind die Fristen abgelaufen. Eine Wiederinbetriebnahme der bahneigenen Maschine ist vorerst nicht vorgesehen. Vier weitere Loks der Baureihe 015 sind noch erhalten. Zwei davon sogar betriebsfähig. 01533 und 01509 sind in Österreich auf der Hausruckbahn unterwegs.